Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Video. Ich mache heute ein Unboxing mit der Figur, die ihr hier auch schon seht. Den Ultra Instinct Son Goku von The Super Various Special. Das ist eine Originalfigur von Banpresto. Ich habe die mir von Figuya bestellt. Hier ist nochmal der Link, falls ihr die Seite auch besuchen wollt. Dann dürft ihr das gerne machen, dort gibt es super Figuren. Und ich werde die Seite auch in den Kommentaren verlinken. So, und wir schnacken gar nicht mehr so lange. Und wir legen gleich mal los. Ich muss das Video nur leider als Anmerkung öfter stoppen. Entschuldigung, was da im Hintergrund so laut ist, das ist mein Hund. Ich muss das Video leider mehrmals stoppen, weil ich habe nur mein Handy momentan als Aufnahmegerät. Ich habe momentan noch keine Kamera und auch noch nicht kein Stativ, das sich aber bald in Zukunft bestimmt ändern wird. So, ich stoppe und mache das Paket langsamer auf und dann sehen wir uns gleich. Was ich noch vergessen habe: ich wollte euch erstmal das komplette Paket überhaupt zeigen, wie es aussieht. Von vorne, von der Seite, von hinten, von dieser Seite, von oben. Super schön. Und von unten. Gut. Es ist auf jeden Fall eine Originalfigur. Warum dann das Zeichen von Toei Animation, die drauf ist, weiß ich leider auch nicht. Aber gut, so, ich stoppe das jetzt, mache die Packung schon mal auf. Wir packen den gleich zusammen aus und wir sehen uns gleich. So, die Packung ist jetzt offen. So sieht das Ganze von innen aus. Schön geschützt. Ich hole den Inhalt mal ganz schnell raus. So. Und dann den ganzen Kram einmal auf den Tisch. Wie gesagt, ich muss das leider Gottes mit einer Hand machen. Ist ein bisschen schwierig. Aber es wird sich alles in Zukunft noch ändern. So, das tue ich dann wieder rein. So, jetzt haben wir hier die Beine. Das Oberteil. Und damit, wo er stehen soll. Das packe ich jetzt auch eben schnell aus. Und dann sehen wir uns auch gleich wieder. So, die Figur ist ausgepackt. Und ich finde, das sieht einfach hammergeil aus. Die Form und allem drum und dran. Es riecht auch nicht streng oder so, es sieht gut aus. So, jetzt gucken wir uns mal das Gesicht sowie den Oberkörper an. Das ist das Gesicht. Ich gehe mal ganz nah dran. Das Gesicht sieht einfach hammergeil aus. Also es ist nichts irgendwie schief, krumm oder so. Ich finde, das sieht einfach wunderbar aus. Ich mache gerade so ein schönes Kamehameha. Die Haare sehen auch super aus. Ach, mir gefällt die Figur bis jetzt schon richtig. Ich bin gleich gespannt, wie sie zusammengebaut aussieht. Ich würde sagen, ich baue die Figur jetzt mal eben zusammen. Dann werde ich euch nochmal ein volles Showcase von der Figur zeigen. Und ja, ich bin jetzt damit raus. Ich wünsche euch gleich viel Spaß beim Anschauen.
hoffe, ihr konntet die Figur ausreichend sehen. Ich werde die nochmal vor den Karton stellen. Sieht auf jeden Fall ultra geil aus, finde ich. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Beim nächsten Part sehen wir uns dann, wenn wir die Booster Packs öffnen. Ich tue die Figur jetzt gleich im Schrank, dann zeige ich euch noch, wie das schön aussieht. Und dann sage ich auch schon ciao, haut da rein und tschüss.